Was geht ab, Freunde? Willkommen zum letzten Teil meiner Most Wanted Games Liste. Platz 1 bis 4 besprechen wir hier. Ein kleiner Reim, so muss das sein. Warum rede ich so? Warum? Warum tue ich das, Freunde? Ich freue mich einfach auf die letzten, auf meine absoluten Most Wanted Spiele in der, ja, zum aktuellen Zeitpunkt, sage ich mal. Denn man ist ja nie 100% zufrieden mit der Liste. Ich zumindest nicht. Irgendwie denke ich mir, ach, ich will am liebsten alle Spiele besprechen, aber dann wird die Liste zu groß und immer muss es ja mal ein Ende geben. Freunde, und das wird es jetzt hier in diesem Video geben. Deswegen nochmal an der Stelle danke für das ganze Feedback, danke für die ganze Unterstützung, für den Support. Ballert mir gerne nochmal eure komplette Liste in die Kommentare, ob die jetzt 5 Spiele lang gesehen, 20, ist egal. Alle Spiele rein, auf die ihr euch freut. Lasst auch gerne nochmal ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch, oder? Mit Platz hier. Habt ihr Bock? Jetzt und hier? Platz 4. Oh Gott, hör doch auf. Hör doch auf, let's go. So, Freunde, fangen wir an mit Platz 4. Und Platz 4 ist bei mir Hogwarts Legacy. Deswegen gibt es auch die ganze Zeit Harry Potter auf dem Thumbnail, Freunde. Ich weiß, es spielt nicht so Harry Potter Zeit, 100 Jahre davor. Aber es gibt bisher leider kein passendes, geiles Bild, was man so aufs Thumbnail klatschen könnte von dem Spiel. Ich freue mich extremst auf das Spiel. Kann man absehen, ob es geil wird? Nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, der erste richtige Gameplay-Trainer, der sah schon sehr, sehr vielversprechend aus. Ich meine, die Trailer-Szenen und so weiter, die waren ja schon wirklich Monate vorher geleakt. Also die arbeiten schon sehr, sehr lange an diesem Spiel. Und man muss ja auch sagen, das Harry Potter-Universum bietet so viele Möglichkeiten, was richtig Geiles draus zu machen. Also eine sehr, sehr starke Lizenz. Und da es Warner Bros. Ja schon geschafft hat, mit DC-Lizenzen gut umzugehen, mit der Herr der Ringe-Lizenz gut umzugehen, mit der Mittelerde, mit den Mittelerden-Spielen oder mit den Batman-Spielen bei DC und so weiter, gehe ich mal davon aus, dass sie es auch bei Harry Potter schaffen. Und in meinen Gedanken, in meiner Vorstellung ist es vielleicht das beste Lizenzspiel aller Zeiten. Alleine nur, wenn du die Möglichkeit hast, in einem Rollenspiel erstmal anzufangen mit deiner eigenen Figur. Du baust dir deinen eigenen Charakter zusammen, du startest in der Winkelgasse, holst dir deine Schulsachen quasi zusammen. Wie geil wäre das in der aktuellen Optik? Du läufst wirklich in Third Person mit deinem eigenen Charakter durch die Winkelgasse, holst dir deine Sachen zusammen, kommst das erste Mal zu Hogwarts, musst erstmal mit dem Zug dorthin fahren. Diese ganzen Sachen, wenn die die nicht einbauen, dann sind sie einfach dumm. Und in meiner Vorstellung, es könnte so krass werden. Ob es das wird, Freunde, wir müssen abwarten. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich weiß es nicht. Wir haben schon länger nichts mehr gehört wieder von dem Spiel. Es soll nächstes Jahr kommen, beziehungsweise mittlerweile ist ja schon 2022, muss man sich auch immer erst in den ersten Tagen dran gewöhnen. Und ich freue mich drauf. Wie gesagt, das erste Gameplay, dieser erste Gameplay-Trailer-Mix, der sah schon sehr, sehr geil aus. Open World, dass du wirklich Schulunterricht hast, dass du dich da dann verbessern kannst in deinen Rollenspiel-Aspekten, in deinen Fähigkeiten und so weiter. Und dann nebenbei hast du eine richtig übergreifende Story mit Open World und so weiter. Die ganzen geilen Schauplätze besuchen, dass du im Wald unterwegs bist, dass du die Spinne siehst, solche Sachen, dass du gegen Drachen kämpfst. Es, theoretisch, Freunde, also welche Lizenz, außer vielleicht Herr der Ringe oder Star Wars oder sowas, welche Lizenz kann dir mehr bieten schon vorher? Du musst dich nur bedienen. Du musst dich nur bedienen an die ganzen Sachen, die es sowieso schon gibt. Du musst nur die Fans das geben, den Fans das geben, was sie wollen. Und wie gesagt, ich habe mir das die ganze Zeit vorgestellt wie so eine Art Bully die Ehrenrunde, nur mit Hogwarts Harry Potter Setting. Ja, dass du wirklich deinen Schulunterricht machst und dass du dadurch besser wirst, wenn du da gut abschneidest und dass du dann immer ein krasserer Zauberer wirst. So stelle ich mir das vor, wie gesagt, mit geiler Optik, mit einer Open World, mit vielen bekannten Figuren, die dann vielleicht schon ein bisschen angeteasert werden, ja, weil es spielt zwar 100 Jahre vor Harry Potter, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein bisschen Hinweise von Älteren, ja, vor allem von den Hausgründern oder sowas, dass du da irgendwie Geschichten erlebst, dass du wirklich Storylines von jedem Haus hast oder sowas, weißt du? So stelle ich mir das vor und in meiner Vorstellung, wie gesagt, ist es so krass. Keine Ahnung, vielleicht sind meine Erwartungen auch dementsprechend extrem hoch, aber ey, ich traue das Warner zu. Ich traue denen das zu, Warner Bros. Games. Ich traue denen das zu, weil, wie gesagt, die haben mit ihren Lizenzen, die haben so starke Lizenzen, die haben die stärksten Lizenzen weltweit so, ja, also außer Disney natürlich, aber wie gesagt, Herr der Ringe haben sie, sind sie sehr gut umgegangen, ja, die Mittelerde Games sind geil. DC, Batman Games, müssen wir drüber reden, geil. Und wie gesagt, jetzt kommt Harry Potter Setting oder Harry Potter Lizenz. Ich traue denen das zu, dass sie wirklich gut damit umgehen. Und dass es ein geiles Game wird. Ich hoffe es wirklich so sehr. Und dementsprechend ist bei mir Platz 4. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe darüber genug jetzt gelabert. Ich freue mich einfach drauf. Weil gefühlt könnte ich jedes Jahr mindestens einmal die kompletten Harry Potter Filme mir reinballern. Ich freue mich schon auf den neuen Film jetzt auch mittlerweile. Ich meine, alleine durch den Trailer von neuen Film jetzt. Ich muss ehrlich sagen, der zweite Fantastische Tierwesen war jetzt nicht so geil. Der dritte hat dann direkt schon Hogwarts wieder so ein bisschen als Setting. Und ich bin direkt wieder geflasht und denke mir so, oh, geil. Vielleicht wird der ja doch geil. Ich freue mich drauf. So, ihr wisst, wie ich... Ich bin halt genau damit aufgewachsen mit Harry Potter und freue mich einfach drauf. So, jetzt aber genug gelabert. Weiter geht's zu Platz 3. So, Freunde, Platz 3. Die Bronzemedaille kriegt bei mir Horizon Forbidden
West, Freunde. Im Februar ist es endlich soweit und ich muss ehrlich sagen, wir spielen ja gerade jetzt nochmal Horizon Zero Dawn nochmal durch. Es macht schon Spaß, aber je mehr Gameplay ich sehe von Horizon Forbidden West, desto mehr geflasht bin ich. Die ganzen Trailer, die sie rausgehauen haben mit diesen neuen Maschinenwesen, es sieht unfassbar geil aus. Dann hauen sie immer wieder Gameplay auf Twitter raus, wo sie dann schon ein bisschen Bossfights zeigen, wo du dann gegen die neuen Maschinen kämpfst. Ich müsste es gar nicht sehen, aber irgendwie wird es mir empfohlen und irgendwie muss ich dann draufklicken. Und ich bin einfach nur geflasht. Die Optik ist übertrieben geil. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist noch krasser geworden als zum ersten Gameplay, was man damals schon gesehen hat, vor einigen Monaten. Das sah schon wirklich übertrieben heftig aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht immer krasser aus, je mehr ich davon sehe. Und ich hoffe, dass sie einfach in jedem Aspekt den ersten Teil überbieten. Ja? Also Optik ist klar, werden sie natürlich logischerweise durch den Fortschritt der Technologie. Das ist logisch. Aber dass sie auch gameplay-mäßig nochmal eine Schippe drauflegen, obwohl es schon im ersten Teil geil war, so. Aber vielleicht so das Nahkampfsystem nochmal ein bisschen verbessern, noch mehr verschiedene Waffen reinballern, dass sie die Story vor allem auch auf diesem Level halten, weil im ersten Teil war die Story richtig geil, wirklich, was sie da aufgebaut haben von der Welt. Sehr, sehr nice. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, das hätte ich denen damals nicht zugetraut, dass Horizon Zero Dawn so gut wird, weil Killzone Shadowfall ist für mich ein richtiger Reinfall, weil es einfach scheiße ist, das Game, im Vergleich zu den ersten drei Killzones. Und das beste Level war damals das Level, was sie immer gezeigt haben, dieses offene Level. Das war Level 3, ich habe es mir sogar gemerkt. Das beste Level in Killzone Shadowfall war das dritte Level. Das haben sie immer wieder vorher gezeigt, Präsentation. Der Rest war einfach zum Vergessen. Und dann hauen sie einfach Horizon Zero Dawn raus und du bist geflasht, Alter. Was haben sie da geschaffen mit den, wie gesagt, mit diesem Maschinenwesen, mit dieser Mythologie, was geht hier eigentlich ab? Auch mit Aloy, eine super sympathische Heldin geschaffen. Aloy ist so sympathisch, so menschlich auch. Und das gefällt mir sehr gut. Also, ich freue mich extremst drauf. Es ist sehr nah, das Spiel. Februar geht's ab. Und was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich freue mich tierisch auf dieses Game. Das mit meiner PS5 zu zocken, boah. Also, es wird ein Fest, es wird geil, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir wirklich mittlerweile sicher, dass es richtig geil wird. So, Freunde, jetzt ist halt nur noch die Frage, was ist bei mir Platz 2 und was ist bei mir Platz 1, Freunde. Platz 2 ist bei mir, ich sag's einfach so, wie es ist, Elden Ring, Freunde. Elden Ring ist bei mir Platz 2. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Ich konnte es ja jetzt schon letztes Jahr spielen in diesem Netzwerktest und es hat mich direkt weggeflasht. Alle Befürchtungen, die man vielleicht vorher hatte, wenn überhaupt, ich hatte sie eigentlich nicht, aber man wurde direkt bestätigt. Irgendwie ist es so ein Mix, ein Best-of von allen From-Software-Spielen der letzten Jahre, gemixt in ein Spiel, in ein vielleicht perfektes Spiel von denen, was sie jemals gemacht haben. Du hast alles vereint in diesem Spiel. Klar, sehr, sehr starken Fokus, so ein bisschen in die Dark Souls 3-Richtung mit schnellerem Gameplay und so weiter, aber auch andere Features wie das Schleichen und so weiter, so ein bisschen aus Sekiro, Bloodborne-Vibes natürlich auch durch das Gegnerdesign, das überragende Gegnerdesign wieder. Die ganzen Bosse, die du schon in dem Netzwerktest wegklatschen konntest. Ich meine, wie viele Gameplay-Stunden ich schon in dem Netzwerktest reingeballert habe. Hätte ich das mit in die Bestenliste des Spiels, also besten Spieleliste 2021 reingenommen, nur den Netzwerktest, wäre ich sehr weit vorne gelandet. Und das sagt eigentlich alles aus, zum einen über das Spiel Elden Ring, zum anderen über das Jahr 2021, dass Netzwerktest gefühlt besser war als so viele Spiele letztes Jahr. Aber gut, ey, Freunde, ich war die ganze Zeit mit den Gedanken, als ich den Netzwerktest gespielt habe bei der Vollversion, dachte mir, boah, das macht so Spaß, ich werde das nochmal erleben, ich werde es vor allen Dingen erleben mit meinem gebauten Charakter, mit dem, wo ich direkt von Anfang an starte und direkt vertraut bin mit den Waffen, weil du wirst ja so ein bisschen reingeworfen und direkt zum Anfang kommt da dieser riesige Ritter auf dem Pferd, klatsch ich weg, dann läufst du weiter, ist ein riesiger Riese, der klatsch ich weg, dann kommst du zum nächsten Boss, der klatsch weg, obwohl, gut, bei meinem Skill ab und zu habe ich ihn auch weggeklatscht, aber was du schon gesehen hast, nur in diesem Netzwerktest, ist so geil und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, ich will es einfach erleben in meinem Charakter, mit dem ich gestartet bin, den ich zusammengebaut habe, so wie ich Bock habe und vor allen Dingen in dieser Open World. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal bin ich ein bisschen Open World müde, weil gefühlt alles nur noch Open World ist und vor allen Dingen sehr viele Open Worlds da draußen herrschen oder die es gibt draußen, wo einfach gehen in eine Leere herrscht oder gehen in eine Bedeutungslosigkeit. Und wenn es eine Open World gibt, die wahrscheinlich nicht bedeutungslos ist, dann wahrscheinlich von From Software, gefüllt, gespickt mit Geheimnissen, mit Dungeons, mit geheimen Bossen, mit geheimen Waffen, die du entdecken kannst, und das treibt einen dann doch wieder an, ein Spiel sich zu holen in Sachen Open World, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, ja, teilweise auch in Sachen Ubisoft-Spiele, da ist so viel Bedeutungslosigkeit teilweise vorhanden, und ich glaube nicht, dass es bei Elden Ring so ist. Wie gesagt, die ganzen Dungeons, die du entdecken kannst, die Waffen,
die, ja, die Items und so weiter. Du hast da Bock einfach, die Leute wegzuhauen, da durch die Gegend zu laufen und einfach deinen Spaß zu haben. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, der Netzwerktest hat mir schon so, so gut gefallen. Mit den Möglichkeiten, mit den Waffen, die du schon gesehen hast, mit den Bossen. Klar war jetzt nicht jeder Boss auf absolutem Top-Level. Alleine diese komische mechanische Katze, die war jetzt nicht so, so geil, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es gab so viele Bosse, dass du dir gesagt hast, gut, einer von 10 ist okay. Dafür gibt es einen Drachen, der dir den Arsch aufreißt. Dafür gibt es irgendeinen so Typen, der 5 Meter groß ist mit 10 Armen oder sowas. Der dir, kurz bevor du das Schloss wirklich betrittst, dir wirklich komplett den Arsch aufreißt. Also zu mir zumindest. Und dann denkst du, ja komm, weißt du was, nimmst du die mechanische Katze kurz mal mit, klatsch sie weg. Und dann bist du schon im nächsten Dungeon und erkundest das auch. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Was soll ich sagen, Freunde? Elden Ring, Platz 2. So, Freunde, kommen wir zu Platz 1. Und was könnte es anderes sein als, genau, ihr wisst es, Rainbow Six Extraction. Genau, das ist natürlich Platz 1, Freunde. Nein, Spaß. God of War Ragnarok, natürlich, Freunde. You must prepare yourself. God of War, Ragnarok. Ich erwarte eigentlich nichts anderes als eins der besten Spiele aller Zeiten. Ist es zu viel? Ist es zu übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind meine Erwartungen da auch schon wieder zu groß. Aber God of War 2018 war übertrieben geil. Übertrieben geil. Ich sag's gerne immer wieder. Es war geil. Es sah krass aus. Die Musik war krass. Kratos war natürlich ein bisschen sanfter als in den früheren Teilen, aber wenn er dann mal losgelegt hat, Freunde, hat er die Schädel wieder eingeschlagen. Und ich sag's auch gerne immer wieder, was mich sehr beeindruckt hat, war die Story. Nicht nur die Story mit seinem Sohn und die Entwicklung von Atreus, wie er sich weiterentwickelt hat, wie die Beziehung zwischen Sohn und Vater erzählt wurde, wunderschön, aber auch der Gegner. Ich sag's immer wieder, das vergessen einige, wie geil Baldur geschrieben war. Nicht ein 0815-Furz-Typ, den du mal weghaust oder der komplett, ach, ich bin böse, weil ich Bock habe darauf, böse zu sein oder ich bin böse, weil ich dumm bin, wie scheiße. Nein, man konnte seine Beweggründe extremst gut verstehen und das hat mich wirklich geflasht. Auch der Aufbau der Welten, wie sie das Ganze erzählt haben, immer wieder mit Mimir, dem Geschichtenerzähler und die Gespräche zwischen ihm, auch wie er denn mit Kratos über seinen Sohn gesprochen hat, teilweise die Andeutung, auch vor allen Dingen die Bestätigung, dass es auch andere Universen bzw. andere Mythologien gibt, ja, die ägyptische und so weiter. Wie könnte es weitergehen? Alles eingebaut mit den Welten und vor allem mit den Welten, die man bisher nicht gesehen hat. Ja, diese ganzen Tore, wenn du immer wieder an diesem Portal warst und hast du dir deine Welt ausgesucht und denkst du die ganze Zeit, warum kann ich da nicht hin? Ich will da hin, ich will auch in dieses Gebiet. Und du weißt, es wird im zweiten Teil soweit sein. Dann kam, wie gesagt, der erste richtige Trailer vor, ich glaube, 2-3 Monaten oder so. Dieser Gameplay-Zusammenfassungstrailer. Wie krass sah das aus, Freunde. Wie krass sah das aus, Mann. Ich freue mich einfach drauf. Was soll ich sagen? Ich bin Fan von Kratos der ersten Stunde. PlayStation 2 Zeiten schon. Damals, ich war eigentlich zu jung dafür. Aber ich hatte es gespielt, God of War 1. Ich war da schon geflasht. Ich kann es auch hier nochmal. Das sage ich auch jedes Mal. Wirklich, Freunde. Ihr habt noch ein paar Monate Zeit. Ein paar Monate werdet ihr auf jeden Fall noch Zeit haben. Wenn ihr bisher nur 2018 God of War gespielt habt. Und Kratos mal wirklich in blutiger Voll-Action sehen wollt. Dann müsst ihr die alten Teile nachholen. Und es gibt keinen Reinfall von den Games. Die sind alle gut, mindestens sehr gut. Ja, finde ich persönlich auch. Ascension ist ein gutes Spiel, echt ein gutes Spiel. Und Teil 1, 2, 3 sind sowieso unfassbar krass. Ihr müsst es erlebt haben. Denn es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, die man in 2018er God of War noch verbessern kann. So geil ich das Spiel finde, perfekt ist es nicht. Ich finde persönlich, es sollte mehr Bossfights geben. Es muss mehr Bossfights geben. Gerade nach God of War 3, was ein Bossfest war, so ein Bossfight-Fest war. Ich meine, was du da alles erlebt hast, wenn du wirklich da komplett das Hirn zermatscht hast. Herkules kann dir da ein Lied von singen. War einfach krass. Und ein bisschen mehr Gegnervarianz. Das wären so die Punkte, die ich mir wünschen würde. Weil wie oft hast du diese Typen, diese Golems mit dieser Steinsäule auf der Schulter bekämpft? Da muss man wirklich ehrlich sein. So ehrlich muss man sein. Ich liebe das Spiel wirklich über alles. Ist übertrieben geil. Aber Gegnervarianz wäre ganz geil, mehr Bosse wäre ganz geil. Und ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein. Das sind nur die einzigen Punkte, die mir so einfallen. Mehr Bosse und mehr Gegnervarianz in den normalen Gegnern. Das wäre einfach krass. Und ansonsten, das sagt ja eigentlich schon alles. Mehr fällt mir nicht ein. Das Gameplay war geil, das Looten-Leveln war geil, die Welt war geil, es sah übertrieben geil aus, die Story war nice. Mehr fällt mir nicht ein, nur diese beiden Sachen. Und da kann mir eigentlich auch keiner wirklich widersprechen. Es waren sehr wenige Bossfights für die Spielzeit. Und die normalen Gegner, die hast du sehr oft besiegt, sehr oft bekämpft. Da geht mehr ein bisschen. Und ansonsten,
Ansonsten fällt mir wirklich nichts ein. Ich wüsste nicht, was man noch verbessern könnte. Ansonsten war es einfach nahezu ein perfektes Spiel. Ja? Einfach geil. Einfach geil. Aber wem erzähle ich das? Ihr wisst ja selber früher. Also, das war's, Freunde. Es wird krass. Es wird heftig nächstes Jahr. Und ich freue mich einfach mit Kratos gegen Thor. Das muss episch werden. Es kann nicht episch werden. Es geht gar nicht. Es geht nicht. Kratos gegen Thor. Fertig. Ende aus. Mickey Mouse. Wir sind raus. Freunde, ihr wisst Bescheid. Da hat man doch ein bisschen mehr gemerkt. So, da ist man direkt Feuer und Flamme und steigert sich komplett direkt rein. Naja gut, mal gucken. Wir werden sehen. Das war's. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.